Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, hier auf Julex. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video möchte ich nach sehr langer Zeit mit euch mal wieder über das nächste und neue DLC in Red Dead Online sprechen. Ja Jungs, ihr habt richtig gehört. Das gibt's noch, Red Dead Online. Aber bevor ihr jetzt wegschaltet und sagt, ey, Red Dead Online ist eh voll der Käse, kein Bock da drauf. Leute, Red Dead Online hat sich bisher schon ziemlich positiv entwickelt. Und schaut euch das Video auf jeden Fall mal bis zum Ende an und entscheidet dann, ob nicht Red Dead Online doch Zukunft hat. Bevor es jetzt aber losgeht, schaut euch erstmal diesen ewig langen Post von Rockstar Games an. Oh mein Gott. Ich habe mir die Arbeit gemacht und das alles mal zusammengefasst. Wenn das jetzt kein Like wert ist, dann weiß ich auch nicht. Also vielleicht schaffen wir die 500 Likes auf dieses Video. Wäre auf jeden Fall eine echt korrekte Aktion. Gut, jetzt haben wir auch genug rum erzählt. Lasst uns direkt mal mit dem Video starten. Let's go! Und zwar hat Rockstar gestern endlich das lang ersehnte Sommer-DLC für Red Dead Online bestätigt und angekündigt. Zusammengefasst gibt es erstmal 5 Hauptveränderungen. Erstens, es werden 3 Rollen eingeführt. Das Ganze kann man sich vorstellen wie eine Karriere, aber das erkläre ich gleich nochmal genauer. Dann gibt es Verbesserungen in der Steuerung. Man kann nun das Aussehen seines Charakters verändern. Die Schadensreduzierung bei defensiven Spielstil ist jetzt deutlich höher. Und es gibt neue Events. Und bevor ihr fragt, das Update erscheint nächsten Dienstag. Es klingt ja jetzt insgesamt erstmal alles nicht so viel, aber Leute, hört euch das Ganze mal ein bisschen genauer an. Denn Rockstar Games ist bei den meisten Dingen nochmal deutlich ins Detail gegangen. Die Hauptneuerung sind nämlich diese sogenannten Rollen. Ihr bekommt ab Dienstag die Möglichkeit, eine Karriere in Red Dead Online zu gehen. Die Kopfgeldjäger, die Händler oder die Sammlerkarriere. Bei diesen verschiedenen Laufbahnen könnt ihr durch Rollenaktivitäten Rollen XP verdienen. Wenn ihr zum Beispiel die Rolle des Kopfgeldjägers einnehmt, bekommt ihr Rollen XP, wenn ihr Kopfgeldmissionen abschließt, als Sammler, wenn ihr Sammelgegenstände findet und so weiter und so fort. Insgesamt gibt es 20 Rollenstufen. Alle 5 gibt es einen neuen Namen. Es geht los mit angehend, aufstrebend, etabliert und anerkannt. Okay, das waren jetzt irgendwie nur 4. Warum hat Rockstar Games dann 5 geschrieben? Naja, das Ganze kann man sich so vorstellen wie in GTA, dass ihr auch irgendwann den Rang eines Profi-Rennfahrers oder eines Scharfschützens und so weiter erhaltet. Ich denke, ihr wisst alle, was damit gemeint ist. Jetzt fragt man sich noch, was bringt mir das Ganze denn überhaupt? Naja, je nach Rolle erhaltet ihr bestimmte Fähigkeiten. Kopfgeldjäger, dass ihr euch zum Beispiel auf dem Pferd ducken könnt, um euch vor Schüssen zu schützen. Händler bekommen einen Hund fürs Lager, der euch warnt, wenn ihr angegriffen werdet und so weiter und so fort. Zudem könnt ihr in den einzelnen Laufbahnen sehr exklusive und einzigartige Gegenstände verdienen. Was diese 3 verschiedenen Rollen aber jetzt genau sind, hat Rockstar Games ebenfalls bereits gepostet. Zunächst einmal hätten wir hier die coolste Rolle und zwar die Kopfgeldjäger. Um ein Kopfgeldjäger zu werden, muss man zunächst einmal zum legendären Kopfgeldjäger nach Rhodes gehen und dort eine Kopfgeldjäger-Lizenz erwerben. Diese kostet dann 15 Goldbarren. Twitch Prime-Mitglieder erhalten das Ganze kostenlos. Und wenn ihr schon Twitch Prime-Mitglied seid, dann geht doch einfach mal auf Twitch auf meinen Kanal und drückt mir ein Twitch Prime-Abo rein. Wäre auf jeden Fall eine mega korrekte Aktion. Naja, was ist denn jetzt der Hauptunterschied dazu, dass ihr einfach so Kopfgeldjäger-Mission macht? Naja, erstens, ihr macht das Ganze legal und bekommt keine Sterne dafür, wenn ihr auf den Spieler schießt oder so. Und die meines Erachtens viel coolere Möglichkeit ist, dass ihr andere Online-Spieler nun auch jagen könnt, sobald diese mehr als 20 Dollar Kopfgeld besitzen. Und ich glaube, dadurch wird Red Dead Online wirklich extrem heftige und krasse Kämpfe erhalten. Wenn ihr jetzt einen anderen Online-Spieler, der Kopfgeld hat, gefangen habt und zum Polizei bzw. zum Sheriff gebracht habt, muss dieser seine Strafe absitzen. Wenn ihr aber Kopfgeldjäger werdet, habt ihr im Laufe eurer Karriere einige Vorteile. Zum Beispiel erhaltet ihr das Feature Konzentration. Damit leuchten die Ziele in Rot, wenn ihr das Adlerauge aktiviert. Zudem habt ihr das verstärkte Lasso freigeschaltet, ein Lasso aus verstärktem Seil, um gesuchte Personen sicher zu fesseln. Dann gibt es die Rückwärtsdrehung. Führt eine Rückwärtsdrehung mit einer Pistole oder einem Revolver aus, das können normale Spieler auch nicht machen. Dazu gibt es eine Verbesserung der Arzneitasche, das Adlerauge Plus, welches auch Gegner beim Sprinten und Galoppieren verfolgt. Dann könnt ihr jetzt einen Wirbel machen, während ihr zielt.
Zudem habt ihr noch eine Verbesserung der Ausrüstungstasche, die Broschüre für Verfolgungspfeile. Ihr erhaltet zudem noch den Rückwärtswirbel. Ihr könnt euch ducken, um euch beim Reiten besser zu schützen vor Gegnern. Dazu erhaltet ihr noch die Bolas. Das ist eine Wurfwaffe, die sich um die Beine von gesuchten Personen wickelt beim Rennen. Ihr erhaltet den Kopfgeldjägerwagen, was natürlich ein ziemlich cooler Wagen ist. Zudem schaltet ihr das Feature Wahrnehmung frei. Dadurch erhaltet ihr Benachrichtigungen von Kopfgeldjägern aus größerer Entfernung. Außerdem erhaltet ihr die Animation abwechselnd kippen und beidhändiger Waffenwirbel. Also ihr merkt, der Kopfgeldjäger hat schon ziemlich viele coole Features. Aber es gibt ja, wie gesagt, noch den Händler und den Sammler und auch diese haben recht gute Vorteile. Wenn ihr die Karriere des Händlers einschlagt, müsst ihr zunächst einmal Partner der neu gegründeten Cribs Handelsgesellschaft werden. Das Ganze kostet euch 15 Goldbarren. Alle Spieler, die auf PS4 spielen, erhalten aber diese Option kostenlos. Als Händler müsst ihr jetzt Dinge sammeln und Missionen für die Handelsgesellschaft erledigen, um Geld und Gold zu verdienen und um in eurer Karriere voranzukommen. Die Karriere des Händlers hat auch einige Vorteile, zum Beispiel erhaltet ihr einen Suppentopf, das bedeutet, ihr habt eine Lagerverbesserung. Dazu bekommt ihr eine Verbesserung der Zutatentasche, das Feature Achtsamkeit, das bedeutet, ihr erkennt Wagen von rivalisierten Händlern auf größere Entfernung. Ihr bekommt die Hundewarnung, das hatte ich ja am Anfang schon mal erklärt, das bedeutet, ihr könnt eurem Hund beibringen, euch vor Lagerüberfällen zu warnen. Dann bekommt ihr den mittelgroßen und großen Lieferwagen, Waffenkoffer, Laziermesser, Effizienz, das bedeutet, ihr lernt, wie ihr eine größere Menge an verwertbaren Materialien von perfekten Kadavern erhaltet. Ihr erhaltet die Verbesserung der Materialtasche, den Jagdwagen und das Feature Schutz, das bedeutet, ihr verringert die Wahrscheinlichkeit von Lagerüberfällen. Also ihr merkt, auch der Händler hat hier einige Vorteile. Zu guter Letzt gibt es noch den Sammler. Der Sammler muss zunächst einmal die mysteriöse reisende Händlerin Madame Nassar ausfindig machen und dort eine Sammlertasche erwerben. Diese kostet euch 15 Gold. Wenn ihr das High Roller Outfit in GTA Online habt und natürlich Red Dead Online auf dem gleichen Account spielt wie GTA, erhaltet ihr das Ganze sogar noch kostenlos. Nun könnt ihr exklusive Dinge sammeln und an Madame Nassar direkt verkaufen oder diese zu Sets sammeln und dann teurer verkaufen. Natürlich haben auch die Sammler einzigartige Fähigkeiten und Gegenstände. Zum Beispiel habt ihr das Feature Gespür. Damit erspürt ihr Sammlerstücke in eurer Nähe. Dann erhaltet ihr den Pennington Field Spaten, ein essentielles Werkzeug zum Ausgraben von Sammlerstücken. Ihr erhaltet zudem das Feature Potenzial, entdeckt mit Hilfe von Adleraugen Haufen aufgewühlter Erde. Ist natürlich ganz gut, um Schatzkisten zu finden. Intuition verringert die Größe von Suchgebieten. Dazu erhaltet ihr noch die erweiterte Sammler-Satteltasche, das veredelte Fernglas, die Machete, das ist eigentlich eine klassische Machete, die für draufgängerisches und streitlustige Sammler entworfen wurde. Dann gibt es den Metalldetektor, dann die sogenannte Pferdeunterstützung, das bedeutet, ihr könnt beim Reiten Kräuter sammeln, ihr erhaltet eine Laterne für euer Pferd und die Verbesserung der Wertgegenstandstasche. Und das waren eben jetzt schon mal die Vorteile, die ihr als Sammler erhaltet. Welche dieser drei Karrieren findet ihr am coolsten? Kopfgeldjäger, Sammler oder Händler? Ich persönlich finde Händler und Kopfgeldjäger am coolsten, werde aber ganz realistisch als Kopfgeldjäger arbeiten. Zu diesen ganzen einzelnen Rollen gibt es jetzt auch neue Free Room Events, neue zusätzliche Stellplätze im Stall, bessere Verkaufspreise für Schmuck, plünderbare Wagen in der Umgebung, mehr Speicherplätze für selbst erstellte Outfits, die Möglichkeit, diese in eurer Garderobe zu benennen und neu balancierte Waffen zur Reduzierung der Effektivität von Kopfschüssen im PvP und vieles, vieles mehr. Und Randy Rockstar Games schreibt vieles, vieles mehr. Ist das auch wirklich vieles, vieles mehr? Nun gut, Leute, das war im Prinzip alles, was uns nächsten Dienstag in Red Dead Online erwartet. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und vor allem, Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch Red Dead Online spielt. Ich persönlich habe es vor ein paar Tagen nach jetzt, keine Ahnung, 3, 4, 5 Monaten mal wieder angeschmissen. Muss sagen, es macht doch inzwischen wieder extrem viel Spaß, in der Prärie und in Wäldern herumzureiten. Überlegt euch mal, was für einen krassen Hype ihr hattet, als ihr die Story gespielt habt, als ihr raus
rauskam. Klar, der Online-Modus war zu Beginn echt schlecht, aber das war ja auch in GTA Online zu Beginn. Und ich muss sagen, Red Dead Online hat sich in der letzten Zeit wirklich, wirklich sehr stark verbessert. Und ich kann euch nur empfehlen, das Ganze mal wieder anzuschauen. Nun gut, Leute, jetzt bin ich auf jeden Fall raus. Ich hoffe, dass euch das Video, wie gesagt, gefallen hat. Haut rein, bis bald und Peace. You wanna take this onward? Play me like a doll, slap me really hard. Baby, 'cause you cannot be for real.